Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play The Book of Unwritten Tales. Ich muss mich erstmal wieder hier einfinden. Es ist mal wieder eine neue Aufnahmesession und ja, ich muss schauen, was wir eigentlich machen wollten. Ich weiß noch, dass wir dabei waren, einen Golem zu bauen, um die ganzen Schulaufgaben von Direktor Bloch zu erledigen. Arg viel mehr weiß ich aber nicht mehr. Unsere Schiefertafel. Was kann ich für Sie tun? Ach stimmt, wir brauchen die Stimme von Direktor Bloch, um ins Lehrerzimmer reinzukommen. Ja. Kannst du Stimmen nachmachen? Ich kann über 17 verschiedene Vogelstimmen imitieren. Mir geht es aber eher um menschliche Stimmen. Tut mir leid, ich verfüge nur über eine Stimme. Eine sehr schöne Stimme. Oh, natürlich. Ich kann allerdings Gespräche aufzeichnen. Gespräche aufzeichnen? Wie meinst du das? Gespräche aufzeichnen? Wie meinst du das? Fantastisch! Fantastisch! Okay, du kannst jetzt aufhören. Wie funktioniert das mit dem Aufzeichnen? Ich kann jedes Gespräch aufzeichnen, das Sie führen. Auf Wunsch spiele ich nur bestimmte Stellen der Aufzeichnung ab. Das heißt, wenn ich den Direktor dazu bekomme, 4, 60, 9 und 41 in irgendeinem Zusammenhang zu sagen, könntest du diese Zahlen in seiner Stimme wiedergeben? Korrekt. Hervorragend! 4, 60, 9 und 41. Welche Zahlen haben wir schon aufgenommen? Keine. 4, 60, 9 und 41. Das sind die Zahlen, die wir brauchen. Wie ist der Stand? Es wurde noch keine der genannten Zahlen aufgenommen. Tja, das ist ja noch nicht so viel. Das ist alles. Alles klar. Ich frage dich später vielleicht nochmal was. Und ich werde vielleicht antworten. Dann gehen wir doch in die Unterstadt, ins Gasthaus, wo der Direktor Bloch sitzt. Wenn wir seine Stimme brauchen, dann müssen wir auch zu ihm. Ab rein ins Gasthaus. Red nochmal mit ihm. Herr Direktor Bloch? Ja? Würden Sie bitte einmal 9 sagen, Direktor Bloch? Nein, warum sollte ich? Einfach so? Professor Wetterquarz, es mag sein, dass Sie Ihre Abende mit Albernheiten verbringen, aber ich bin gerne auch in den Abendstunden produktiv. Natürlich. Natürlich. Verzeihung. Hat er mir das Wort aus dem Mund genommen. Wieder eine Herr-der-Ringe-Anspielung. Die Ringe der Macht für die Menschen, das waren 9 Stück. Und daraus entstanden dann die 9 Ringgeister. Wie viele Ringe der Macht haben die Menschen erhalten? Wovon sprechen Sie? In diesem Spruch. 3 Ringe den Elbenkönigen hoch im Licht, 7 den Zwergenherrschern in ihren Hallen aus Stein. Sie wissen schon. Nie gehört. Hat er sich nie mit roten, jetzt lese ich hier rote Ballon und sag rote, mit Herr der Ringe beschäftigt natürlich. Ich überlege, ob wir für die Einweihung der Schule morgen früh Ballons aufhängen sollten. Rote am besten. Was würden Sie sagen? Was ist eine typische Anzahl für rote Ballons? Wir haben keine Ballons im Budget. Und ich finde sie auch eher unpassend. Ach, Manu. 98 vielleicht? 99? Keine Ballons, habe ich gesagt. Schade. Wie wär's mit einem Zwergenstarkbier? Ich hätte jetzt Lust auf ein schönes Zwergenstarkbier. Sie nicht auch? Es würde sie auf der Stelle töten, das wissen Sie. Ach, ich bin bei den Zwergen aufgewachsen. In der Garnisonskneipe hat der Kellermeister ständig Zwergenbier ausgeschenkt. Das ist streng verboten! Sagt wer? Ausschankgesetz, Paragraph 9, Absatz 1. Zwergenstarkbier darf nur in speziell gesicherten unterirdischen Bunkern ausgeschenkt werden. Haha. Paragraph 9 sagt das? Paragraph 9, allerdings. Das hat der Kellermeister wohl nicht gewusst. Ich werde gleich morgen früh eine Brieftaube schicken und vor der Gefahr warnen. Sehr schön.
Die 9 haben wir also. Fehlen noch 4, 60 und 41. Warum hat man ausgerechnet Sie zum Schatzmeister ernannt? Nun, ich denke, die Ratsvorsitzende schätzt meine korrekte Art und saubere Buchführung. Außerdem war ich, wenn ich das einmal ganz unbescheiden so sagen darf, in meiner Jugend mehrfacher Mathematikmeister. Oh, Sie ja. waren also in Ihrer Jugend Mathematikmeister? Mehrfach sogar. Dann sagen Sie mir, was ist... Ach je, jetzt müssen wir die Zahlen zusammen basteln. 37 plus... 23 minus... Schade, das funktioniert so nicht. 33. 27. Ja, habe ich auch. Probieren wir erstmal was anderes. Diese Fotografie einer Schulklasse war im falschen Schrank. Ich würde sie gerne richtig einsortieren, weiß aber nicht wo. Zeigen Sie mal. Der Jahrgang steht doch groß und deutlich da. 1462. 62? Ja, 62. Ah, danke für Ihre Hilfe. Sehr schön, damit haben wir auch die 60, fehlen noch 4 und 41. Eine klare Flüssigkeit in einem Glas in einer Kneipe. Was kann das wohl sein? Wasser. Oh. Ja, warum nicht? Ein schönes Glas kaltes Wasser. Es ist warmes Wasser. Ich trinke jeden Abend 2 Gläser warmes Wasser. Das hilft der Verdauung. Warum trinken Sie nicht 3 Wasser? Oder 4? 4 Wasser an einem Abend? Das wäre nun wirklich maßlos. Außerdem müsste man dann vermutlich nachts ständig auf die Toilette. Ja, 4 Wasser sind einfach zu viel. Aber schön, dass wir einmal darüber gesprochen haben. Sehr schön. Kollege Bloch hat also Probleme mit der Verdauung. Ach ja, das kommt im Alter dann eben dazu. Und jetzt fehlt noch die 41, die wir über die Matheaufgabe rauskriegen müssen. Ich bin begeistert von Ihren Mathefähigkeiten. Ich habe noch eine Aufgabe für Sie. Also, nun gut. Was ist... So. 65 plus... 65 und 23 sind 88 minus... 23 minus... 34. Scheiße. 33. 55. 3 im Sinn... Das passt ich so bin noch nicht. Was? 17 minus... 27 plus... 51. Mano. 47. 37. 3. Ich bin... Also, was? 65 plus... 23 minus... Ja, jetzt habe ich es. 88 minus 47 gibt 41. 47. 41. Jawohl. Sind Sie sicher? Ich komme auf 40. 41, ganz sicher. Danke. Mehr wollte ich nicht. Ich muss weiter. Auf Wiedersehen. So, sehr schön. Dann gehen wir wieder. Könnten wir hier wieder die Postkarte schnappen und ganz schnell wieder hoch. Wo müssen wir jetzt hin? In die Schule. Und jetzt verarschen wir die magische Tür. Mit unserem iPad. Hallo? Wie lautet der Zugangscode? Ahem.
würdest du mich und Direktor Bloch bitte einlassen? Ich habe nur Fußschritte von einer Person gehört. 4, 60, 9, 41. Oh, verzeihen Sie, Herr Direktor Bloch. Na also. Haha, so, jetzt können wir also ins Lehrerzimmer. Wir schauen nochmal alles an. Es ist, Viertel nach 33 Uhr 12. Die Einweihungszeremonie mit dem Erzmagier findet hier morgen früh um 9 Uhr Standardzeit statt. Das wäre 87 minus 12 am Vormittag. Ach. Ganz spezielle Uhr. Ich habe noch genau ein paar Stunden Zeit bis zur Einweihung der Schule. Ja, da ist ja das Zeitablesen relativ schwierig. Das Feuer ist runtergebrannt, sonst hätte Direktor Bloch es sicher gelöscht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er die Schule einer Feuergefahr aussetzt. Wir müssen eh nicht mehr dadurch, die Bibliothek ist jetzt so normal wieder da. Hallo? Ich weiß nicht, ob ich gerne mit so einem Besen fliegen würde. Ich habe etwas Höhenangst und wenn ich mir den Stiel so ansehe, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass man darauf allzu bequem sitzen kann. Das ist wohl wahr. Oh, ein Rattenloch. Kam da Timmy vielleicht hier raus? Das muss das Rattenloch sein, durch das Timmy hereingekommen ist. Mir war es heute Nachmittag gar nicht aufgefallen. Ich glaube, genau deswegen sind die Ratten so ein guter Geheimdienst. Niemand achtet auf sie. Ist auch nicht so mega auffällig. Wir schauen uns den Schreibtisch mal an. Ich schätze, alle leicht erreichbaren Akten hat Timmy sich schon angesehen. In einer von denen hat er den Code für die Tür entdeckt. Eine Schreibfeder. Der Direktor hat wohl nichts dagegen, wenn ich mir seine Schreibfeder borge. Naja, vermutlich hat er schon etwas dagegen. Aber er muss es ja nicht erfahren. Außerdem sitzt er in seinem Gasthaus und trinkt seine 2 Gläser warmes Wasser. Nanü. Also schön. An dieser Schublade hat Direktor Bloch herumhantiert, als ich ihn überrascht habe. Ein kleines Fläschchen. Und hier? Ein Brief. Sehr geehrte Ratsvorsitzende van Buren, seien Sie sich meiner vollsten Unterstützung beim Wahlkampf gewiss. Dennoch muss ich Sie als Schuldirektor auf § 47 Absatz 6 der Schulordnung hinweisen. Werbung jedweder Form ist in der Schule verboten und ich muss darauf bestehen, dass das gesamte Schulgelände vom Wahlkampf ausgespart bleibt. Nun folgend die abschließende Inventurliste für das Erdgeschoss der Schule. Es folgt eine Liste aller möglichen Gegenstände, mit der Direktor Bloch wohl noch nicht ganz fertig ist. Hui! Ich bin beeindruckt. Der Direktor verbietet sich Werbung in der Schule, selbst wenn sie für den Wahlkampf der Ratsvorsitzenden ist. Ordnung und Gesetz stehen für ihn über persönlichen Vorteilen. Und dennoch versucht er, mich aus der Schule zu ekeln. Seltsam. Paragraphenordnungshüter wahrscheinlich, also ganz klar. Die Schublade. Ich hatte erwartet, hier etwas zu finden, das Remy interessieren würde. Stattdessen keine Bombe, kein Anschlagsplan. Im Gegenteil, der Direktor scheint der gesetzestreueste Mensch in Seefels zu sein. Könnte er dann eine Gefahr für den Erzmagier sein? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein Gesetz gibt, das Ermordung des Erzmagiers verbietet. Nur, wenn er trotz seines seltsamen Verhaltens nicht an der Verschwörung gegen den Erzmagier beteiligt ist, wer dann? Das Problem ist ja, wir wissen es noch, es gibt 2 Direktor Blochs und 2 so kleine Jungen, also da ist trotzdem irgendwas im Busche. Und wir schauen mal das Fläschchen an. Hallo, Wilbur? Wilbur? Chill mal. Was ist los bei dem? Sonst war in der Schublade nur noch das hier. Eine
Krakelige, altmodische Schrift. Schwer zu entziffern. Drachenschweiß. Drachenschweiß. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Direktor genau die Zutat für die magische Tinte in seiner Schublade hat, die ich sonst nirgendwo in der Stadt finden könnte? Glück muss man haben. Tja, wie praktisch. Ein Fläschchen Drachenschweiß. Dann gehen wir ins Klassenzimmer und von da aus zur Chemie-Ecke, wo wir unsere magische Tinte brauen. So. Gut. Ich gebe exakt 12 Tropfen vom Drachenschweiß in den Topf. So. Fertig. Krokodilstränen und Drachenschweiß sind im Topf. Fehlt nur noch der Ruß. Das Gegengewicht ist 3 Seefelskleinunzen schwer. Ich muss aber genau eine Seefelskleinunze Ruß abwiegen. Und da brauchen wir als Gegengewicht noch so eine Praline aus der Oberstadt. Ich hätte es auch abkürzen können eigentlich, aber egal. Wir sind ja schon da. Hier. Da im Schaufenster liegen die Pralinen, von denen Zloff erzählt hat. 2 Seefels-Kleinunzen Genuss pro Praline. Mit und ohne Alkohol. Wie könnten wir da dran kommen? So nicht. Machen wir auch nicht. Meißel funktioniert wohl auch nicht. Passt der Timmy. Geh mal hier rüber, Wilbur. Passt der Timmy da? Ich dachte, vielleicht da in den. Moment. Hier geht's natürlich. Da oben, nein, aber hier unten. Timmy, würdest du bitte in die Kanalisation gehen? Das wäre echt nett. Hey Timmy, glaubst du, du könntest einen Weg durch die Kanalisation in die Bäckerei finden? Klar, könnte ich. Und könntest du vielleicht eine Praline ausleihen? Nein, aber ich kann eine klauen. Ich weiß nicht. Ich möchte dich nicht dazu anstiften, etwas Illegales zu tun. Es ist für Ratten nicht verboten, Lebensmittel zu stehlen. Man erwartet es geradezu von uns. Tatsächlich? Klar. Oder hast du schon mal gehört, dass eine Ratte wegen Mundraub ins Gefängnis geworfen wurde? Das stimmt. Dann los. Hoffentlich klappt's. Da ist Timmy. Er ist drin. Sieht aus, als könne er nur eine Sorte Pralinen mitnehmen. Wir nehmen mal eine rot verpackte Praline. Einfach eine nur so. Eine rote. Er hat's verstanden. Timmy. Er macht sich mit der roten Praline auf den Weg nach oben? Was hat er denn vor? Da oben ist er. Wilbur! Da bist du ja. Die Praline, fang! Jetzt du. Nicht nötig. Na, wie habe ich das gemacht? Große Klasse, Timmy. Sehr schön. Dann können wir jetzt zurück und
das Einwiegen. Der Ruß, den Ruß einwiegen. So, Praline. Und jetzt noch Ruß drauf. Also schön. Das Gewicht wiegt genau 3 Seefels-Kleinunzen. Die Praline wiegt 2 Seefels-Kleinunzen. Das heißt, wenn auf beiden Seiten das exakt gleiche Gewicht herrscht, habe ich genau 1 Seefels-Kleinunze in die Schale gegeben. Und das wäre genau jetzt der Fall. Wunderbar. Genau 1 Seefels-Kleinunze Ruß. Rein damit. In Ordnung. Alle Zutaten sind drin. Jetzt noch ein wenig umgerührt und... Tada! Magische Tinte! Wie hätte jetzt wieder gesagt? Juhu! Magische Tinte. Hallo? Jetzt ist die magische Tinte unter dem Golem-Kopf. Aha. Das habt ihr gerade gesehen. Die magische Tinte war im Stack einfach unter dem Golem-Kopf. Feder. Also schön. Was muss ich auf den Zettel schreiben, damit der Golem lebendig wird? Einfach lebe? Im Prinzip schon. Allerdings in der Sprache des Golems und die ist komplizierter. Ich diktiere es Ihnen. Grolob Krishna Kelabib. Moment. Grolob Krishna. Das waren aber viele Worte für ein einfaches Lebe. Das Beleben toter Materie erfordert exakte Instruktionen. Klingt logisch. Und jetzt? Nach Vollendung des Golems können Sie den Zettel in seinen Mund legen. Auf keinen Fall vorher. Von der Belebung halbfertiger Golems ist dringend abzuraten. Alles klar. So, Golem-Zauberspruch. Das ist noch nicht so gut. Wir müssen den erst fertig bauen. Wir haben die Beine und den Kopf. Wir brauchen noch den Körper irgendwie. Auf jeden Fall hat es hier, glaube ich, nichts mehr zu tun. Praline können wir auch nicht mehr mitnehmen, das heißt, wir müssen uns da auf jeden Fall nochmal eine neue holen. Und dann gehen wir mal wieder hier raus. Und schauen mal nach, was wir noch so machen können. Auf jeden Fall noch einiges. Schauen nochmal ins leere Zimmer, ich glaube, hier gibt es nichts mehr. Nein, wir gehen wieder. Er scheint viel zu tun zu haben. Alles klar. Da gibt es nichts mehr zu tun. Können wir mit dem X noch reden? Ich sollte mich so selten wie möglich mit X unterhalten. Alles klar. Der Timmy geht uns nochmal eine Praline holen. Ich glaube, wir brauchen noch... Kein Problem! Welche Farbe? Nochmal eine rote und dann vielleicht noch eine blaue. Eine rote, bitte. Ich skipp das einfach mal. Die Dialogfälle, dass wir schneller die Praline bekommen. Wir müssen ja dann noch eine holen. Da ist er. Und ab aufs Dach. Das ist voll süß, der kleine Timmy. Jetzt kommt er da oben wieder mit der Praline und schmeißt sie runter. Fang! Zack, und dann er die Rutsche runter. Oh, voll süß. Gute Arbeit. Und jetzt bitte noch eine blaue. Ich glaube, wir könnten noch ein... Eine blaue diesmal. Das sagt er sogar schon von alleine, der Wilbur. Also... wird es wohl stimmen. Meine Vermutung, dass wir beide brauchen.
Da ist er! Und ab aufs Dach. Natürlich. Diesmal kommt die blaue Praline. Fang! Hops. Tschakka. Und zum dritten Mal die schöne Rutschbahn. Bing, da ist er wieder. Halb hinter dem Busch, bisschen schade. Gute Arbeit. Busch ein bisschen flacher wäre, dann würde man den mehr sehen, wenn er da unten rausgekugelt kommt. Der Herr Schildträger ist ja eh die größte Pfeife hier, aber gut, wir können vielleicht mit ihm reden. Herr Schildträger? Herr... Professor, ja? Da drüben hängt ein Protestplakat am Aushang. Und? Es richtet sich gegen die Ratsvorsitzende Van Buren. Verfluchte Sauerei! Das ist Vandalismus der schlimmsten Art! Ah, wie praktisch. Der kriegt es nicht weg, weil mit Trollrotz dahin gebappt. Nie im Leben kriegt er das weg. Oder Trollspucke, ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall kriegt er nie im Leben da weg. Wir können der Statue die Arme wegkloppen. Wenn er jetzt nicht hinguckt, vielleicht. Tut mir leid, alter Freund. Er sieht immer noch kampflustig aus. Wilbo ist so voll das Viech. Was nehmen wir als Körper? Keine Ahnung, gehen wir mal schauen. Hier hat es jetzt nichts mehr zu tun, dann brauchen wir nur noch einen Körper, dann können wir den Golem schon fertig bauen. Ich würde sagen, wir suchen nach dem Körper dann im nächsten Part. Bis dahin, ciao Leute.